Guten Morgen, kommt rein. Mitten rein. Ja, hier ist meine Küche, gleich im Flur. Bumm. Also hier werde ich heute Abend kochen und das Essen zubereiten. Es ist ein bisschen chaotisch, ich bin eine chaotische Person. Hier sind wir in meinem Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer. Und hier sind die Mädels, wie man sehen kann. Das hat mir ganz gut gefallen, das Bild, deswegen habe ich mir das mal eingerahmt und aufgehängt, muss ja auch mal sein. Hier sind zwei Preise, die wir gewonnen haben, also ein paar von den Preisen, die wir erhalten haben. So, jetzt sind wir im Essbereich. Hier ist mein toller Esstisch. Da wird heute Abend das Essen stattfinden. Ich muss das dann alles noch ein bisschen so ins Zentrum schieben, weil das dann auch wieder Platz da ist. Hier stehen schon so ein paar Sachen rum, die auch auf den Tisch kommen werden. Nicht alles, aber so ein paar Sachen. Da ist auch ein ganz witziges Bild von meiner Tochter. Sieht man vielleicht nicht so gut. Die war ganz schön wild früher und so sieht das Bild auch aus. Und hier sind ein paar Bilderchen. Das ist von mir, wo ich noch jung und unschuldig war. Ich glaube, da war ich 18 oder 19. Das war so im ersten oder zweiten Jahr mit den Mädels. Und diese wunderschöne Frau ist meine Mutter. Noch bei diesen gehen? Ja, und hier unten ist mein süßer Bruder. Der ist mein großer Bruder eigentlich. Also er ist nicht so klein. aber ja, das war so ein süßes Kind. Also Mann, war der süß. Nadja und ihr Bruder haben eine deutsch-serbische Mutter und einen marokkanischen Vater. Was gibt's bei dieser Kombi zu essen? Na dann, fröhliches Einkaufen. Hallo, hallo. Guten Tag. Tag. Ich brauche bitte große Schrimps. Mit Kopf oder ohne Kopf? Ohne Kopf. Kann man sowas? Oh, das sieht ja toll aus. Die sehen super aus. Wie bereite ich die denn am besten zu? Am besten in der Pfanne. In der Pfanne? Schmetterlinge schneiden, das heißt also auf der Innenseite aufschneiden bis an die Rückenflosse. Ja. Auseinanderklappen, auf der Innenseite zuerst braten, ja. Und dann rumdrehen, auf der Hautseite fertig braten. Okay, würzt man die vorher oder nachher? Nachher würde ich sie würzen. Nachher. Und ist das dann so mittlere Hitze oder ist es schon heiß? Mittlere Hitze. Mittlere Hitze. Fisch immer mit mittlerer Hitze. Okay, gut. Vielen Dank. Vielleicht hebt Nadja sich den Couscous für die Hauptspeise auf. Popbands singen bei Konzerten ihren größten Hit ja auch nicht gleich am Anfang. Manchmal lassen sie ihn auch einfach weg und spielen was ganz anderes. Vielleicht sogar so scharf wie Nadjas Solo-Tanzeinlage. Ist nach der Hauptspeise denn wohl noch ein bisschen Platz für was Süßes? Achtung, Achtung, Achtung! Bumm. So. Also, ich glaube, ich habe alles, ich habe ein gutes Gefühl und jetzt freue ich mich aufs Kochen. Das wird bestimmt lecker. Auf geht's. Achtung, Achtung, Achtung. So, also ich fange an mit den Karotten. Die brauchen auch am längsten zum Kochen, deswegen muss ich die als erstes in den Topf schmeißen. Aber eigentlich ist egal, weil ich werde sowieso erstmal alles vorschnibbeln. Die kommen gleich ins rote Thai-Curry. 2003 lösten sich die No Angels auf dem Höhepunkt ihres Erfolges auf. Ist denn nach der Reunion alles beim Alten? Also es hat sich eine Menge geändert bei uns seit unserer Wiedervereinigung. Also natürlich erstmal, dass jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln konnte, auch in dieser Branche. Und man hat sich auch einfach wieder richtig vermisst. Also es war ja am Ende wirklich so, dass wir so überladen waren und so überfordert, dass man auch irgendwie die Freude verloren hat an der ganzen Sache. Und und jetzt weiß man das Ganze halt doch viel mehr zu schätzen. Und wir sind jetzt halt auch richtige Freundinnen geworden. Also es war halt damals nicht so intensiv und man war sich nicht so nah, wie man sich heute nah ist. Hat Nadja denn trotz des stressigen Popstar-Lebens die nötige Kochpraxis fürs Promi-Dinner? Allerdings fiel die Zeit der Babynahrung auch ziemlich genau mit der Geburt der No Angels zusammen. War das schwierig? Als es damals losging mit No Angels, war meine Tochter ein Jahr alt, also knapp ein Jahr. Und davor waren wir eigentlich immer zu zweit gewesen, sie und ich. Und und dann war ich irgendwie so die Wochenendmama auf einmal. War nicht ganz so leicht, war auch nicht so schön. Also ich habe sie schon sehr stark vermisst. Und es hieß ja auch früher immer die Nadja mit dem traurigen Lächeln. Und es war eigentlich immer deswegen gewesen, weil es hat mir schon sehr gefehlt. Und als dann der große Durchbruch kam,
Ja, ich sag mal jetzt für die, die jetzt nicht irgendwie noch Verantwortung für jemand anderen tragen müssen, das ist natürlich super. Aber für mich war das dann schon zeitweise sehr schwer gewesen anfangs. Man hat dann irgendwie gelernt, damit zu leben. Und das war auch für mich einer der größten Ausschlagpunkte, warum ich dann am Ende auch gesagt habe, hey, ich will nicht mehr, ich brauche eine Pause. Also es geht einfach nicht mehr. Die Hähnchenbrust vom Fett befreien und gleich kleinwürfeln. Wird's denn heute ein besserer Platz als beim Grand Prix? Also ich habe ein sehr gespaltenes Gefühl zum Eurovision Song Contest. Sowas haben wir halt auch noch nie erlebt. So eine riesige Fernsehshow mit so vielen Live-Acts, die da hintereinander auftreten. Das war ein Tobawo da hinten. Da haben, glaube ich, irgendwie 2000 Leute sind da rumgerannt. Und das war schon eine ganz einmalige Erfahrung. Und es war schön, dabei gewesen zu sein. Aber ich sag mal, so wie das dann im Endeffekt ausgegangen ist, war natürlich nie so toll. Dafür kam Nadja als Solokünstlerin bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest auf Rang 4. An seiner Wok-WM hat sie aber noch nicht teilgenommen. Bei Nadja gehört die China-Pfanne auf den Herd und nicht auf die Rodelbahn. Für ein scharfes Aroma sorgt die namensgebende rote Thai-Currypaste. Gut durchmischen und anschließend Kokosmilch dazugießen. Aber ein bisschen Platz für zwei kleine Chilischoten ist schon noch. Vielleicht sind die ja gar nicht so scharf. Tja. Wir mal hier so ein kleines Säckchen. No Angel trifft Red Hot Chili Pepper. Hauptsache, der Feuerlöscher ist in Reichweite. Oh, ist scharf. Gemeinhin nicht die Folgen, die man sich von einem perfekten Promi-Dinner erhofft. Ist das denn beim Thai Curry auch zu befürchten? Oh Mist, ich glaube, es ist zu scharf. So, Erdbeeren, Birnen, Ananas. Alles da. Banane. Oh nein. Ich habe Bananen vergessen. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich gehe schnell zur Nachbarin. Die hat Bananen bestimmt. Bin ich mir sicher. Also, ich komme gleich wieder. Lauf, Nadja, lauf. Hallo. Hallo. Hi. Du, entschuldige, dass ich störe. Ein dringender Notfall. Ich habe keine Bananen. Hast du vielleicht zwei Bananen für mich oder so? Hab ich. Hast du? Oh, super. Das ist super lieb. Dankeschön. Ein Hoch auf die Nachbarin. Oh, Mann, was ein Stress. Ach, super, Gott sei Dank. Jetzt habe ich noch Bananen. Jetzt geht alles klar. Dann mal wieder in die Puschen kommen. Also alles andere als ein Früchtchen. Die gibt es im Hause Benaissa, aber auch nur in süßer Form. Wahlweise mit heller oder dunkler Schokolade. Klappt denn alles? Schokolade wird langsam wieder hart. Das ist natürlich auch nicht gut. Und nu? Ich kann jetzt hier nichts mehr machen, weil Schokolade ist vorbei. Dann werde ich mal den Tisch decken. Wird mal Zeit. Soll ja gleich keiner am kahlen Tisch sitzen, sondern sich eher wie am Strand fühlen. Sets mit Holzplankenoptik, dazu Muscheln. Und Salz. Das soll den Sand imitieren. Ach so. Du Banause. Und kommen die auf die rechte oder auf die linke Seite? Und wie war das groß außen und klein nach innen? Ich habe gar keine Ahnung. Wie war das denn gestern bei ihm? Das war doch genau andersrum. Da waren doch die Gläser von links, oder täusche ich mich? Ich saß da am Tisch. Ich weiß es nicht mehr. Es war doch von links nach rechts. Was jetzt? Na klar, oder? Sieht zumindest nicht total falsch aus. Wo es eigentlich eine Schande ist, weil meine Eltern sind Gastronomen. Na, eigentlich müsste ich das wissen. Naja, gut. Jetzt steht's, wie es steht. Also ich bin jetzt eigentlich so weit. Jetzt kommt nur noch die kleine Überraschung für meine Gäste. Die stelle ich auf den Tisch. Und dann muss ich mich auch ganz schnell umziehen, weil ich bin ganz schön spät dran. Jetzt stelle ich das mal einfach so. Bei einer Orchidee pro Platz gibt es zumindest keine verwirrenden Rechts-Links-Regeln.